willkommen bei Magenglitzer TV. Hallo. Guten Morgen. Guten Morgen. Wir sind fit, heute zum Fliegen. Ne? Ja, und wo fliegen wir hin? Wir fliegen erstmal nach Basel. Und dann, also kleiner Auslandsaufenthalt. Und dann fliegen wir weiter, oder nee, wir werden abgeholt mit dem Auto und dann fahren wir nach Rust. Und morgen wird dann die Miss Germany gewählt und wir sind Gäste und freuen uns schon mächtig auf die Veranstaltung. Und wir wollen dann natürlich auch schön Wellness machen. Hast du einen Badeanzug eingepackt? Ja, habe ich. Sehr gut. Aber kein Badelatschen, aber das kriegen wir. Ich habe auch Badelatschen, aber das Hotel verleiht da bestimmt irgendwelche Schuhe. Sehr schöne Hotel, ja. Europa Park, freuen wir uns. Ja, und wirst du auch mit mir Achterbahn fahren? Das wohl eher nicht. So Amanjare. Wir machen einen tollen Girly-Abend. Ja, ein Girly-Abend mit. Also Rolfe das können wir ja wir mitnehmen. Nicht. Vielleicht nehmen wir Rolfe mit, der ist ja auch ein Girly. Also auf den warten wir jetzt noch. Wir drei fliegen nämlich zusammen. Und der ist noch ein bisschen unterwegs und wir sind früher hier und frühstücken erst einmal am Flughafen. Wow. Und guten Morgen. Morgen. Rolf ist jetzt auch da. Ja, natürlich. Ja. Und wir haben noch so viel Zeit. Wir sind so früh dran. Wir sind richtig gut. Aber wir haben Zeit jetzt zum Kaffee trinken. Und ja, Kaffee trinken und den und Tag ich schneide, Ich schneide die Filme noch von letzter Woche von Fuerteventura für die Models oder unsere Mädels. Von Miss Germany, ja super. Und jetzt können wir ja dann gleich sehen, ob du die Mädels richtig gecoacht hast. Ich war ja nicht alleine, waren ja mindestens 5 Coaches. Also ich war ja nur eine ganz, ganz kleine Teil aber davon. Halt. Aber, also die haben da jetzt mindestens 7 Tage lang, haben sich Laufsteg gemacht. Also die haben die Blasen an den Füßen, also das wird natürlich sehr interessant. Haben sie sich entwickelt oder haben sie sich nicht entwickelt? Ne? Ja, und das wirst du gleich richtig beobachten können, denn du hast sie ja auch von Anfang an gesehen und siehst dann jetzt, ob sie sich gesteigert haben. Das haben sie bestimmt, weil in 7 Tagen nochmal Training, so Intensivtraining, da kann ja nur noch alles besser werden. Ja. Freue ich mich doch einfach mal aufs Resultat. Ja, und jetzt bin ich hier schon bei den Proben im wunderschönen Europapark. Die Mädels sind schon mächtig aufgeregt und proben ihren großen Auftritt. Ines ist auf der Bühne und bespricht alles mit den Choreografen. Der Star-Fotograf ist auch schon da. Und natürlich sämtliche Leute, die ich auch schon aus Ägypten kenne, von Mr. Germany Ball. Wir starten jetzt hier mit einem ganz aufregenden Teil, auch für mich, denn weder Alexander noch ich wissen, welche 8 Damen den Sprung ins Finale geschafft haben. Wir haben hier geschlossene Umschläge, die Gruppen A bis D. Wir werden dann wir sind angekommen im Kolosseum. Das ist eines der 5 Luxushotels hier in Rust im Europapark. Und wie der Name schon so schön sagt, Kolosseum, es ist hier alles im italienischen Stil. Und hier hat man auch tatsächlich ein Kolosseum nachgebaut, eine Ruine. Ein wunderschöner Platz. Und ringsherum um diese Piazza nette italienische Restaurants. Das ist übrigens Herr Klemmer, der Senior-Chef von MGC. Der hat das Ganze hier gegründet und jetzt macht es sein Sohn und die Schwiegertochter und der Enkel ist auch schon mit involviert. Und neben ihm sitzt seine charmante Frau Gemahlin. Aber wir lieben. Ja, also ein richtig tolles Familienunternehmen. Und hier ist der Weinkeller. Mit einer gläsernen Decke. Wow. Hm.
gleich essen. Den schönen Wasser. Er kommt. Keine Hektik, aber hier hat sich jemand richtig viel Mühe gegeben, diese Servietten zu falten. Das muss man doch einfach mal bildlich festhalten, ja? Soll ich das alles? Das sind Kunstwerke. Diese wunderschöne Uhr kriegt morgen die Siegerin, die neue Miss Germany. Diese Uhr hat echte Brillanten, lupenreine Brillanten, insgesamt 1 Karat. Und sie kostet, und da frage ich jetzt auch gleich einmal die Nochbesitzerin dieser Uhr. Diese Uhr kostet 8.600 Euro und ist mit 98 Diamanten besetzt. Wahnsinn. Und es ist ein Unikat. Es ist ein Unikat und es ist ein Rochenlederarmband. Ein sehr exklusives in Dunkelblau. Ja, sehr schön. Man kann sich wirklich die neue Miss Germany drüber freuen. Noch ziert sie mein Handgelenk, aber nicht mehr lange, leider. Sehr schön. Und diese Uhr hier gewinnt die Zweitplatzierte. Wie viele Diamanten hat die? Da sind 12 Diamanten drauf, genauso lupenrein. Für jede Stunde 1 Diamant. Und die kostet 1.500. Die könnte ich mir eher leisten. Ist auch sehr schön. Und die Drittplatzierte bekommt diese Uhr. Die hat nur 4 Diamant, was heißt nur, immerhin. Und was kostet diese Uhr? 850 Euro. Das ist der Wert dieser Uhr. Roland André. Das ist die Herstellerfirma dieser Uhr. Und das ist die Chefin. Und das ist der Chef. Ist ja gleich natürlich eine Miniatur, aber das zeigt mir schon. Alle kommen jetzt hier mit. Hallo. Gleich geht's los. Hast du dich gut vorbereitet? Nee, überhaupt nicht. Die Mädels machen, was sie wollen. Und es kommt auf den Moment an, ob wir in die Bann gezogen sind oder nicht. Und dann, die größte Persönlichkeit wird gewinnen. So ist es, ganz spontan. Und wer jetzt am besten drauf ist, der macht das Rennen. Ja, hallo, aber ist in dem Moment, wo es passieren soll, passiert es auch. Da passiert es und ich freue mich schon drauf. Ja. Jetzt holen wir heute Abend ein. Erst einmal die Fotografen an der Pressewand. Einmal in die Mitte! Alles gut. Yes. Einmal ohne. Einer der tollen Akteure hier im Europapark. Und ich nehme mal an, Sie heißen Charlie? Charlie Chaplin, genau. Oh, das ist original. Reicher Mann, sehr reicher Mann. Ah. Und Tina Ruland ist auch hier. Hallo Tina. So schön, dich wieder hier zu treffen. Ja, ich freue mich auch sehr. Ja, und hast du auch schon gefilmt? Marc filmt ja. Also wir. Das ist euer Kameramann. Ja, mein Gott, so ein hübscher Kameramann. Wir wissen Wahnsinn. Schon, mit wem wir auf Reisen sind. Ja, genau. Das habt ihr euch nicht entgehen lassen, ein Sahneschnittchen zu engagieren. Ihr Frauen wisst einfach was Gutes. Ja, jung und flackig ist die Devise, ja. So, die letzten Interviews. Klasse. Und dann seht ihr mal, ich filme alles alleine. Ha, ha, ja, das ist anstrengend. Respekt, Chapeau, Mann. Ja, natürlich. Ja.
wir wissen, was das heißt. Das ist ganz schön heftige Arbeit. Ja, ja. Ja, und morgen wird geschnitten. Uiuiui. Volle Pulle. Hallo Süße. Hallo Süße. Ich habe alles. Alles klar. Du weißt, man hat mich schon angesprochen, ob er dein Neuer ist. Das war mir klar, dass das kommt. So abwegig ist das ja auch gar nicht. Also was wir heißt haben nur? Also das ist doch ein toller Job, die drei Mädels hier zu filmen. Na eben, aber er ist ja nicht nur mit mir unterwegs, sondern mit drei Mädels. Also er hat es echt schwer, weißt du? Er hat es nicht schwer, er kann es genießen. Der hat's doch gut, ne? Mit drei Blondinen. Ja, Wahnsinn. Da beneidet ihn doch ganz Deutschland drum. Oder auch nicht. Oder mancher Mitleid. Ich meine, wer will sich mit mir auch abgeben eigentlich? Ich bin ja nicht gerade unanstrengend. Ach, also komm. Ist so. Anstrengende Frauen sind doch aber auch aufregend. Ja, das stimmt. Und nicht langweilig. Genau, genau. Also nicht mit Couch Potato und so. Ne? Ja, ja. Also viel Spaß bei euren Filmchen. Und danke für das. Wir sehen uns. Wir sehen uns. Tschüssi.
fast rum. Gleich übergibst du natürlich nur symbolisch Siegerschärpe und überreichst die Wanderkrone. Olga, wie war dein Jahr? Erzähl mal, was erlebt man denn eigentlich alles als Miss Germany? Ich muss sagen, es war ein unglaubliches Jahr. Ich habe so viel erlebt, so viele Erfahrungen sammeln können, so viel gereist bin ich. Ich war in den besten Hotels, ich habe das beste Essen genießen können. Ich habe die tollsten Menschen kennengelernt und das Jahr war einfach nur der Hammer. Dass ich mich damals dazu entschieden habe, bei den Miss Wander Miss Germany Corporation teilzunehmen. Und das hat einfach mein Leben verändert. Dankeschön. So, komm. Dritte Miss Germany mit 240 Stimmen wird Startnummer 23, Katharina Schumann. Die Vize-Miss Germany 420 und Miss Germany 430, das heißt in 10 Stimmen mehr von Vize zum ersten Platz. Vize-Miss Germany 2016 mit 420 Stimmen ist aus dem hohen Norden, Startnummer 13, Francesca Omu. Germany. Es ist die Startnummer 9! Herzlichen Glückwunsch, Lina Brüder! Wenn ihr mir treu bleibt, wenn ihr euch für meine Filmchen interessiert, einfach meinen YouTube-Kanal abonnieren und schon könnt ihr euch angucken, was ich so alles in der Woche verzapft habe.